Hallo ihr Lieben. Oh mein Gott, oh mein Gott, es gibt jetzt auch eine deutschsprachige Seite, das ist so toll. Also normalerweise blogge ich auf Englisch, jetzt werde ich ab und zu mal auch auf Deutsch drehen und ich finde es sehr, sehr schön und möchte mich dafür bei YouTube auch bedanken und so weiter. Und eigentlich komme ich aus Georgien, ich studiere in Deutschland, also in Bamberg, Kunstgeschichte und Slawistik, Russisch und Tschechisch. Und ja, in meiner Freizeit zeichne ich sehr gerne und beschäftige mich auch sehr gerne mit eher künstlerischen Sachen. Und ja, ihr könnt mir auch, also in den Kommentaren könnt ihr schreiben, was ihr so macht und wie ihr überhaupt zu YouTube gekommen seid. Und wenn ihr eine Webcam habt, dann könnt ihr doch auch, also Blogs machen, das ist wie ein Tagebuch, nur dass man halt, also so wie ein offenes Tagebuch, dass man da auch Kommentare bekommt und dass man vor allem sich mit den Leuten unterhält. Und es ist auch sehr schön, man kann zum Beispiel Video-Responses machen, also halt Video-Antworten, und es ist halt ab und zu auch sehr lustig zu sehen, wie viele Debatten es hier gibt, und es ist halt sehr interessant zu sehen, wie viel Varietät es hier gibt, und also es gibt etwas für jeden Geschmack, und ja, das macht YouTube für mich sehr interessant, und ich würde mich freuen, euch kennenzulernen, wenn ihr, vor allem wenn ihr neu seid, also und vielleicht auch Orientierungsschwierigkeiten habt, würde ich mich euch gerne zur Verfügung stellen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, weil ich bin hier jetzt schon seit über einem Jahr und habe mich auch mit den meisten Leuten hier unterhalten und ja, man sieht sich und stellt euch einfach mal vor, wenn ich euch kenne, also es gibt ein paar deutschsprachige User, die ich schon bereits kenne, würde es mich freuen, wenn ihr auch schreibt, wie es euch so geht und was ihr so macht momentan. Und man sieht sich, also bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich werde, wie gesagt, öfters deutsche Blogs machen, also wöchentlich. Und es freut mich, euch einfach kennenzulernen. Und ja, bis dann.